In dem urtypischen Kölner Brauhaus mit reicher Tradition mitten im Herzen von Köln weiß man noch genau, was ein guter Zapfer können muss. Ah, der gute Zapfer, der kann natürlich in erster Linie gut zappen. Und ist natürlich flink, schnell und vor allen Dingen muss man als Zapfer den Überblick behalten. Hans Sion ließ die Schankwirtschaft, die vor dem Krieg komplett zerstört wurde, 1936 unter dem heutigen Namen Brauhaus Sion in der Kölner Altstadt neu erbauen. Mein Vater hat dafür gesorgt, dass eben Kölsch hoffähig wurde sozusagen und akzeptiert wurde. Und wir sind einer der wenigen Leute, wie jetzt mein Sohn und ich, die noch Kölner sind, die den Betrieb führen. Die meisten sind keine Kölner mehr. Ne? Und deshalb merkt man jetzt, seit mein Sohn wieder da hat, hier kommen die Kölner wieder hin. Die kommen wieder hin, die merken das, die spüren das. Es ist so. Wir machen das ja schon in der vierten Generation und ich denke mal, das liegt dann irgendwann, ist das irgendwie ein bisschen so eine Art Natur gegeben, was in den Genen dann verankert liegt. Und dafür bin ich froh, dass ich meinen Vater habe. Meinen Großvater habe ich ja leider nicht mehr. Auf dessen Meinung würde ich auch ab und zu noch mal ganz gerne zurückgreifen. Aber so ist das eben. Ich bin auch sehr froh, dass ich ihn habe. Dieses Jahr gab es ein ganz besonderes Jubiläum für das alte Brauhaus Sion zu feiern. Heute ist ja andersrum das Treffen. Ich hatte mal in den 70er Jahren habe ich einen Fußballverein gegründet mit noch anderen Leuten. Und wir mussten, wie das so logisch ist, in der untersten Klasse anfangen. Und dann haben wir in 7 Jahren, 5-mal sind wir dann aufgestiegen, sind wir Meister geworden. Und dann sind wir von der Landesliga direkt in die Verbandsliga, was früher die höchste Amateurklasse war, aufgestiegen in einem Jahr. Und deshalb sind die Jungs hier. Wir haben ein Buch gemacht von diesem wunderschönen Jahr. Ja, also die Ursprünge kommen von Freunden, die hier am Alten Markt gewohnt haben. Und dann ist dann hier praktisch der FC Alter Markt entstanden. Und dadurch, dass auch der Hans-Georg Sion hier mit dabei aktiv war und dann helfen konnte, wo es dann nötig war, vor allem in finanzieller Art, so ist es dann zum FC Alter Markt gekommen. Aber was ist das Besondere an einem echten Sion-Kölsch? Ja, erstmal ist es ein gutes Bier. Man trinkt es gerne. Und wenn man auch einen Sponsor hat, wie der Hans-Georg, der dann das ein oder andere Ründchen schon laufen lässt, dann schmeckt er noch besonders gut. Das Brauhaus Sion am Kölner Altermarkt ist auch eine der historischen Stationen des Kölner Brauhauswanderwegs und ein Stück echte Kölner Tradition.